Und wir gehen weiter zu unserer Panel-Diskussion mit sechs sehr spannenden Expertinnen und Experten. Und hier ist die zentrale Frage, der wir uns widmen wollen. Wie geht der digitale Kompetenzaufbau in der Praxis und wie kommen wir mit den Lernprozessen zurecht? Wir haben ja gesehen, Österreich ist hier schon gefordert. Und wir wissen auch, dass es über die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Regionen entscheidet, ob sie bei dieser generellen Transformation, die auch im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben stattfindet, gut mit können und auch selbst aktiv werden und selbst sozusagen hier Anwendungen entwickeln und partizipieren von dieser Wertschöpfungsmöglichkeit, die sich auch hier ergibt. So, wen haben wir hier mit dabei? Drei Personen kennen Sie ja schon von den Referaten am Vormittag. Und ich möchte jetzt weiter noch dazu holen, drei weitere Praktikerinnen als auch Expertinnen in ihrem Bereich. Wir beginnen dann gleich mit Sonja Hutter-Binder vom Ausbildungsverbund Metallen in Volzberg in der Steiermark. Und ich werde jeweils die neu hinzustoßenden kurz vorstellen, mit zwei Fragen auch, bevor wir dann sozusagen die generelle Diskussion auch wieder kurz und knackig wie heute im gesamten Format durchführen. Ich setze dann fort mit Jan Ahrens von der Technischen Hochschule Deggendorf in Bayern und Karl-Heinz Huber vom LFI Kärnten. Aber lassen Sie uns starten mit Sonja Hutter-Binder. Sie ist ja sehr intensiv tätig im Bereich Digitalisierung in der Lehrlingsausbildung. Ja. Sie kommt vom LFI Steiermark und dem Ausbildungsverbund Mein Job in der Technologieregion Lipizzaner Heimat. Also es ist ja ganz spannend, Technologieregion Lipizzaner Heimat, das sind ganz unterschiedliche Werte und Assets auch verbunden. Für dich, Sonja, die Frage wäre, die ich habe, welche Bedeutung haben digitale Kompetenzen jetzt ganz praktisch gesehen in der Lehrlingsausbildung? Am Beispiel eures Best Practice, das kann ich schon sagen, am Beispiel des Ausbildungsverbundes, das ist ein Best Practice. Ich beende jetzt meine Bildschirmfreigabe, dann sieht man dich auch gut im Bild. Ja, danke sehr, einen schönen Vormittag an alle. Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf bei dieser Konferenz und unser Modell aus der Weststeiermark vorstellen darf. Ich darf im Vorfeld vielleicht ein bisschen erklären, weil diese Frage tut sich zumindest am Ende einer solchen Diskussion meist auf. Ich arbeite als pädagogische Mitarbeiterin beim LFI Steiermark und wir haben in der Steiermark das Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Und dieses Geschäftsfeld ist sehr intensiv mit der Regionalentwicklung verbunden, weil dieser Ausbildungsverbund ist jetzt nicht bezogen, wie man vielleicht erwarten würde, auf landwirtschaftliche Berufe, sondern spielt sich quasi ab im Technologiebereich, also im metallverarbeitenden Bereich. Und das hat sich 2006 so ergeben, dass wir einfach geschaut haben, was ist in der Region das Thema, um Arbeitsplätze zu schaffen, um Ausbildungsplätze schaffen zu können, welche Projekte wären hier interessant. Und da hat sich eben dieses Pilotprojekt des Freiwilligen Ausbildungsverbundes ergeben und ist 2007 dann zu einem Verein strukturiert worden, den ich leiten darf. Und das sind jetzt insgesamt 9 metallverarbeitende Unternehmen aus der Lipizzaner Heimat, aus der Technologieregion, wie sich seit einiger Zeit auch nennt, verbunden mit dem LFI Steiermark als Bildungsinstitution. Und unser Ziel im Ausbildungsverbund ist es, die Fachkräfte in den regionalen Betrieben zu sichern, beziehungsweise den Jugendlichen in der Region Ausbildungsmöglichkeiten zu zeigen und auch anzubieten. Und da zeigt sich natürlich, dass das Berufe sind in der Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, die natürlich sehr handwerklich und praxisorientiert geprägt sind. Das heißt, hier muss man gut schauen, wie kann man das wirklich auch gut in der Praxis miteinander verbinden, Digitalisierung und eben diese handwerklichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und wir haben einfach
gesehen, dass in diesen Berufen Digitalisierung, Automatisierung sowieso schon seit vielen, vielen Jahren ein Thema ist, nämlich wenn es darum geht, die Maschinen, die Werkzeuge zu bedienen, um überhaupt die Produkte einmal zu entwickeln und herzustellen, die in diesen einzelnen Betrieben hergestellt werden. Und wir haben uns seit 2019 jetzt schon im Rahmen eines Projektes in Kooperation mit der Lehrwerkstätte Binder-Lernberg, der TU Graz, dem KnowCenter und dem Campus 02 ein Projekt überlegt, wie man Digitalisierung in diese gemeinsamen Zusatzausbildungen im Ausbildungsverbund widmen können. Und da haben wir jetzt auch gesehen, dass es nicht nur um die Ausbildung geht, sondern auch um die Akquise. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, sage ich einmal, war es für die Betriebe nicht ganz einfach, Jugendliche zu finden, um ihre offenen Lehrstellen zu besetzen. Das heißt, hier haben wir versucht, über Kommunikationsformen, die wir jetzt alle kennen, Bewerbungsgespräche zu machen, über die sozialen Medien Werbung zu machen, dass es freie Ausbildungsstellen gibt. Und in weiterer Folge haben wir einfach auch versucht zu schauen, und da, das ist eben wichtig, wie hat sich auch das Lernen der Jugendlichen verändert. Und da, wie schon erwähnt worden ist, geht es nicht um das WhatsApp-Schreiben und um Facebook-Postings zu machen, sondern wie kann ich das in meiner Ausbildung integrieren. Und da haben wir eine Moodle-Plattform für den Ausbildungsverbund gemeinschaftlich entwickelt, um einfach diese Bedürfnisse, die wir haben, in diesen Zusatzausbildungen abzubilden. Da geht es einerseits um Dokumentation, da geht es aber auch darum, dass Jugendliche in diesen Micro-Learning-Settings einfach auch diese Nuggets bekommen, beim Lernen unterstützt zu werden, diese Spielecharakter in Form von Quizzes einzubauen, aber auch um die Kommunikation zwischen den Ausbildungsverantwortlichen und den Lehrlingen zu forcieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, gerade auch wenn es so Home Apprenticeship Training quasi gibt in der Corona-Zeit. Und das ist eine große Herausforderung, wenn es um Berufe geht, wo nicht nur die Theorie ganz wesentlich ist, sondern auch die Praxis. Jetzt könnte man natürlich als nicht Außenstehender auch sagen, warum machen das nicht die Berufsschulen? Ja? Also was ist da die Rolle sozusagen Berufsschule, Betriebe als auch Ausbildungsverbund? Ja? Warum braucht es, weil das hat ja danach geklungen, was du erzählt hast, es braucht auch übergreifende Organisationen, die Betriebe allein schaffen das nicht, zum Beispiel Rekrutierung ins digitale Format zu bringen, weil sie KMUs sind. Ja? Dann hast du erwähnt, es gibt digitale Ausbildungseinheiten, das wäre die Sache der Berufsschulen. Ja? Die Lessons learned aus eurem Best Practice ist auch ganz stark, es braucht offenbar hier auch Kümmerer, ja. Institutionen, die diese Lücken füllen. Ist das richtig? Ja, würde ich sehen. Also das ist auch jetzt der Vorteil von diesem Ausbildungsverbund, dass verschieden große Betriebe in einer Region zusammenarbeiten und hier gemeinsam Themen bearbeiten können, die auch effizienter, kostengünstiger, besser entwickelt und umgesetzt werden können. Das heißt, zum Verständnis auch vielleicht noch einmal, in Österreich haben wir ja grundsätzlich dieses duale System, das heißt die Ausbildung im Betrieb und die Ausbildung in der Berufsschule, wie du das angesprochen hast. Und dieser Ausbildungsverbund bietet quasi eine dritte Säule oder stellt eine dritte Säule zur Verfügung, wo quasi in jedem Lehrjahr die Lehrlinge der einzelnen Betriebe zu zusätzlichen Qualifizierungen zusammenkommen. Mhm. Und da sehen wir schon, dass diese Zusammenarbeit in einer Region viele Vorteile bietet für die Beteiligten. Ja. Und eine schöne Weiterentwicklung, wie man es jetzt auch seit 2006 eigentlich sieht, möglich ist. Herzlichen Dank einmal. Ich gehe jetzt weiter. Wir haben auch neu hier in der Runde Jan Ahrens von der Technischen Hochschule Deckendorf in Bayern.
Ich blende jetzt noch einmal kurz meinen Bildschirm ein, damit man auch sieht, sozusagen noch einmal Ihre Organisation, also Technische Hochschule Deggendorf Bayern, und Sie leitet als Professorin dort ein 40-köpfiges Forschungsteam. Und ganz spannend ist, dass Sie 3 der 5 digitalen Modelldörfer in Bayern betreuen. Diana Arends, schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie hier mit dabei sind. Wir wollen natürlich nach Bayern schauen, um auch zu lernen, Aktivitäten der Hochschule hier in Deggendorf auch kennenlernen. Wenn Sie jetzt auf diese Modelldörfer in Bayern schauen, diese digitalen Modelldörfer, ich denke, man kann wahrscheinlich auch so Smart Village dazu sagen, wie das bei uns auch öfter fällt und wie wir es aus der Schweiz vorhin gehört haben. Was sind da so die wichtigsten Lernprozesse? Was kann man im digitalen Dorf besser als im analogen Dorf? Ja, zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich auch hier selber sehr viel dazu lernen kann von den tollen Initiativen, die bisher schon zur Sprache gekommen sind. Ja, zu unseren digitalen Modelldörfern, die sind in 3 verschiedenen Regierungsbezirken, auch mit unterschiedlichem Fokus. Wir haben als Vision immer, dass wir versuchen, mit digitalen Lösungen und Technologien gleichwertige Lebensverhältnisse zu unterstützen. Das heißt, entsprechend breit sind die Dörfer aufgestellt, befassen sich mit Medizin, Mobilität, Schule, Diensten etc. Da haben wir natürlich zahlreiche Erfahrungen gesammelt. Also ich nehme mal als Beispiel heraus Telemedizin. Da haben wir sehr klein angefangen und haben die nicht ärztlichen Fachkräfte in einer Arztpraxis unterstützt mit eben audiovisueller Kommunikationsmöglichkeit und auch der Möglichkeit, Patienten Vitaldaten in Echtzeit zu übertragen an den Arzt. Und die haben dann die Hausbesuche für den Arzt übernommen und so eigentlich mehr freie Kapazität für die restlichen Patienten in der Praxis geschaffen, weil wir lange Wege haben und entsprechend dann die Hausbesuche auch aufwendig sind. Der erste Lerneffekt war, man muss da schon mit sehr viel Vorbehalten gegenüber Digitalisierung erstmal kämpfen. Wir haben sehr intensiv schulen müssen. Dann haben wir aber sehr schnell gutes Feedback bekommen von dem medizinischen Fachpersonal, weil sie gesagt haben, das hilft wirklich. Und ein weiterer Lerneffekt war dann auch, dass es nicht sich nahtlos in die analogen Prozesse in der Arztpraxis einfügt. Weil zum Beispiel ein Arzt gerade einen Patienten, der einen Termin hat, behandelt und nicht jederzeit immer raus kann, dann in diese virtuellen Anfragen. Dann vielleicht noch ein anderes Beispiel. Die Nachbarschaftshilfe kann man auch sehr gut digital unterstützen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Anfrage kommt für einen Fahrdienst zum Arzt, weil wir doch einen eingeschränkten ÖPNV haben und viele ältere Menschen nicht mehr so mobil sind, dann kann man das sehr problemlos eigentlich an die Ehrenamtlichen streuen und muss nicht mühsam herumtelefonieren. Allerdings haben wir hier auch gelernt, dass eigentlich, ja, es kam schon bei einer Vorrednerin, die kritische Masse, wenn wir sehr kleine Dörfer haben, dann kann sich dieser Mehrwert von Digitalisierung gar nicht so äußern, weil es da oft sehr gut eingespielte analoge Prozesse gibt und auf Zuruf vieles einfach gut funktioniert. Also wenn wir dann anonymer werden, größer werden, dann können eigentlich diese digitalen Lösungen erst ihr Potenzial ausspielen. Ja, und vielleicht last but not noch least ein Beispiel. Wir haben dann auch schon vor Corona Gottesdienste, Dorfgottesdienste digital übertragen oder verfügbar gemacht. Zum Beispiel übertragen dann auch in Seniorenheime, wo Senioren waren, die eben nicht mehr in der Lage waren, selber in die Kirche zu gehen. Und wir haben das Ganze dann aber auch auf YouTube bereitgestellt. Und dabei zum Beispiel unser Lerneffekt, dass wir unzählige Termine jetzt auch hatten mit zum Beispiel Bistum zur Klärung GEMA-Rechte. Und das sind immer so die Dinge, Datenschutz, die einen dann einholen und die Umsetzung doch ein bisschen verlangsamen. Aber sozusagen das Thema ist auch stark angekommen. Sie haben genug Arbeit dann auch konkret offenbar in den digitalen Dörfern, weil es Anliegen gibt und ganz konkrete Problemstellungen, die zu lösen sind. Ne? Ganz genau. Also wir haben immer bottom-up angefangen. Wir sind in den Bürgerdialog eingestiegen. Und ich glaube, das ist auch der einzig richtige Weg. Also wir haben festgestellt, einfach nur Tools gratis zur Verfügung zu stellen, hilft oft nicht.
Also es muss ertüchtigt werden, es muss sensibilisiert werden, weil einfach auch Digitalisierung im ländlichen Raum, würde ich sagen, nicht so omnipräsent ist wie in den Städten. In München sehe ich, welche U-Bahn jetzt wann kommt. Im ländlichen Raum habe ich Papierausdruck an den Bushaltestellen, die ich selber noch nicht verstehe. Und in der Stadt mit einer App bestellen wir zum Beispiel unser Taxi, sehen dann, wann das Taxi kommt, welches Kfz-Kennzeichen das Taxi hat und wie der Taxifahrer heißt und aussieht. Und im ländlichen Raum können wir froh sein, wenn wir überhaupt noch Taxi fahren. Also sind die Voraussetzungen doch ein bisschen anders. Wie groß sind die digitalen Dörfer in Bayern? Wie kann man sich das vorstellen? Sind das Verbünde auch zwischen mehreren kleinen Dörfern oder ist das immer die Gemeindegrenze? Also sehr unterschiedlich. Wir haben angefangen in Niederbayern, in der schönen Region Bayerischer Wald. Und da haben wir gleich gesagt, also über ein Wettbewerbsverfahren haben wir es erst ausgeschrieben, was eigentlich auch sinnvoll ist, weil dann hat man schon gute Bewerbungen und haben sich die Bürgermeister auch schon Gedanken machen müssen. Also man kann auf etwas aufsetzen. Und da haben wir gleich gesagt, wir wollen eine kritische Masse von mindestens 2000 haben. Und das ist in vielen Fällen über Verbundbewerbungen dann nur realisiert worden. Also wir haben jetzt in diesem Fall ungefähr 6000 Einwohner in zwei Kommunen, wo wir wirklich viele Dinge gut haben umsetzen können. Wir haben in Oberbayern eine ganze ILE, also integrierte ländliche Entwicklung, einen Zusammenschluss von mehreren Kommunen und können dort eben auch interkommunale Zusammenarbeit sehr gut digital unterstützen. Also insofern, wir versuchen hier Vielfalt im ländlichen Raum abzudecken. Und dann haben wir noch unsere Hörnerdörfer im Allgäu und die sind ja nicht über ein Wettbewerbsverfahren ausgelobt und fallen ein bisschen aus der Rolle mit gut 300 Einwohnern und etwas über 1000 Einwohnern und haben ihre ganz besonderen Herausforderungen, eine sehr touristische Lage. Und das ist für uns auch sehr lehrreich, insofern, dass wir sehen, dass wirklich die kleinen Kommunen sich so ein bisschen alleingelassen fühlen und sagen, so aus eigener Kraft können wir Digitalisierung gar nicht machen. Ja, das ist ein spannender Befund, dass es eigentlich diese Vernetzung, die heute schon öfter angesprochen wurde, nicht nur im Digitalen braucht, sondern auch ganz konkret physisch in solchen Projekten, in der regionalen Fläche zum Beispiel auch, oder? Um zu anderen Organisationsformen zu kommen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass es belastbare Kosten-Nutzen-Rechnungen gibt und Use-Cases gibt, weil darin orientiert man sich gerne, denn die Spielwiese ist wirklich sehr groß und man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Also insofern lernt man vielleicht oder orientiert man sich gerne an Best Practices. Das versuchen wir auch über entsprechende Netzwerktreffen dann zu unterstützen. Natürlich muss man auch immer ansetzen irgendwo an den Voraussetzungen einer Kommune. Also das heißt schon, dass wir teilweise auch erstmal haben ertüchtigen müssen, dass wir Senioren geschult haben. Da haben wir auch festgestellt, dass die existierenden Formate gar nicht ausreichend sind, haben so ganz kleine, kurze gewählt, zum Beispiel keine Angst vor Online-Banking. Ich kann das nur unterstreichen, was von der Vorrednerin gesagt worden ist, man muss erstmal die Angst nehmen und dann ist das Engagement schon da. Aber wir haben auch gemerkt, man braucht auch Anlaufstellen, wie zum Beispiel, wir haben immer digitale Sprechstunden angeboten, wo man dann mit seinen Problemen nach der Schulung vor Ort hinkommen könnte. Und das Schöne ist, und das muss man auch begleiten, finde ich, in einer Kommune, das hat sich dann irgendwann verselbstständigt, daraus ist dann ein Seniorenstammtisch geworden und das läuft dann auch weiter. Aber ohne Anschub, würde ich mir sagen, und gute Beispiele, an denen man sich orientieren kann, macht sich Digitalisierung nicht von alleine. Also herunterbrechen, herunterbrechen, herunterbrechen und ganz konkret zur Sprache bringen und direkt hier hingehen zu den Leuten. Sehr spannend. Vielen Dank, Frau Professor Ahrens, für den Moment. Wir sehen uns dann im größeren Panel gleich noch. Ich gebe noch einmal meinen Bildschirm frei, um ihn auch adäquat vorzustellen. Neu hinzugestoßen ist auch Karl-Heinz Huber, der Geschäftsführer des LFI Kärntens. Herzlich willkommen, Herr Huber. Schön, dass Sie hier dabei sind aus Kärnten in dieser Runde.
Ich stoppe jetzt auch schon die Bildschirmfreigabe. Ja, mit perfektem Hintergrund, so schön und ohne Nebel soll es jetzt überall sein. Stellen wir uns gerade vor, in einigen Regionen ist es sicher so, hoffentlich auch im schönen Kärnten. LFI, ländliches Fortbildungsinstitut, Bildungseinrichtung. Wir haben das Thema ja schon bei den digitalen Kompetenzen beim Vortrag der Uli Domani auch gehabt. Dass in der Erwachsenenbildung hier auch große, eine große Chance ist. Was stellen Sie fest, was sind so die wirklichen digitalen Kompetenzen, die Bäuerinnen und Bauern brauchen? Als Bildungsanbieter zerbricht man sich ja über dieses Thema schon lange den Kopf und jetzt wird es so wirklich ernst. Ja, auch ein Hallo aus meiner Seite, danke für die Einladung. So schön ist es momentan in Klagenfurt nicht, wie über ein Hintergrundbild. Ja, bei uns ist starker Nebel, aber das macht beim Online-Kurs ja sowieso nichts aus. Veränderung, ja. Erstens muss ich vielleicht vorher noch anfangen. Ja, wir brauchen eine Veränderung unserer Mitarbeiter, unserer Referenten, ja, unseres Angebotes. Wir haben das heuer gemerkt beim ersten Lockdown schon, ja, wie wir allein in Kärnten 245 Veranstaltungen haben müssen stornieren, ja. Und da haben wir versucht, möglichst viel natürlich auf digital umzuändern. Und da war auch die Skepsis sehr groß der Kollegen, ja, in den Fachabteilungen, in der Landwirtschaftskammer, in der Landesregierung, in den Schulen. Ach, verschieben wir das lieber auf Herbst, ja. Warten wir, bis vorbei ist, ja. Ich muss sagen, da besteht schon noch, bevor wir von den Teilnehmern reden, auch bei uns, bei den Referenten, ja, eine gewisse Scheu, das einzuräumen, ja. Mir hat heute sehr gut gefallen, das Wort habe ich so noch nie gekannt, ja, Enträumlichung, ja. Man muss auch verstehen, ja, für einen Referenten ist das eine Gefahr, ja, weil plötzlich ist der Raum, ist die Entfernung kein Faktor mehr, ja. Ob ich heute einen Tierarzt für einen Vortrag hole, ja, wenn das Präsenz ist, dann ist das zu 90% ein Kärntner Tierarzt. Wenn das online stattfindet, dann kann ich mir einen Tiroler, an Norddeutschen, an Schweizer genauso holen und da haben schon Referenten auch Angst um ihr tägliches Geschäft, sage ich jetzt einmal, weil wir das auch mittlerweile lernen, die Enträumlichung, ja, ist plötzlich digital möglich. Ja. Wurscht, wo die Teilnehmer sitzen, haben wir bei Kursen, ja, wir haben plötzlich Teilnehmer in Kärnten, die in Salzburg, in Tirol, in Slowenien sitzen und sich bei uns ein Webinar beim Webinar teilnehmen, also erstens einmal bei uns, ja, zweitens vielleicht noch gar nicht digitale Fähigkeiten, ja, aber wir sehen das schon bei unseren Teilnehmern, vor allem bei den Bäuerinnen und Bauern, wir brauchen Selbstorganisation, wir brauchen ein ungestörtes Büro, wir brauchen ein gescheites Internet, ja, also gerade in Zeiten wie diesen jetzt, ja, wo man zu Hause ja nicht alleine ist, ja, plötzlich sind da zwei, drei Personen, die gleichzeitig Internet brauchen, alle Nachbarn streamen anscheinend zu der Zeit, wo wir Internet brauchen, auf YouTube irgendetwas, ja, um 3 in der Nacht geht das Internet dann wieder tadellos, wenn es niemand braucht, aber zu den Stoßzeiten, wo wir dran sind, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, ich wohne 15 Kilometer entfernt von Klagenfurt, bis früher war die einzige Möglichkeit, über eine SIM-Karte, also irgendwie über Funk ein Internet zu kriegen. Jetzt hat die Telekom das ein bisschen aufgebaut, ja, wir reden da von 50, 60 Mbit, was jetzt maximal möglich ist. Wenn sich das aber verteilt auf mehrere Personen im Haushalt, wenn dann rundum ein Dumpfer los ist, dann tut man sich mit einer Online-Konferenz schon richtig schwer, ja, und da haben wir technisch gesehen natürlich einiges. Von den Kompetenzen her, so, glaube ich, sind wir gar nicht so weit weg, ja, also die Teilnehmer, die muss man sagen, ein bisschen gezwungen werden jetzt, ja, mit sanftem Druck, ja, wenn es nicht anders geht und so, muss man sagen, haben wir einen Riesensprung gemacht, ja. Ich habe heute am Abend eine Tiertransportschulung, da waren 19 Teilnehmer angemeldet. Wegen Corona haben wir das jetzt auf Webinar umgeändert. Wir haben alle Teilnehmer angerufen und von 19 Teilnehmern sind jetzt 18, die das Webinar besuchen. Einer, der gesagt hat, okay, dann geht halt im Frühjahr, wenn es wieder präsent ist, ja. Das heißt, die haben die Fähigkeiten, eine Zoom-Sitzung zu starten, dabei zu sein, einen Multiple-Choice-Test auszufüllen. Ich glaube, da haben wir nicht so die riesen digitalen Schwierigkeiten, was jetzt das bloße Anwenden angeht. Ich verstehe schon, ja, ein Vorredner von der AMA, wenn es darum geht, dann wirklich was zu bestellen, was zu kaufen, was anzuhakeln, einen Antrag abzugeben, ja, also
dann ist es schon für viele noch ungewohnt. Ja? Also wenn ich eine Zugkarten kaufe, dann muss ich sagen, so ein Schalter kann schon was. Ja? Wo man hingeht, sagt einmal nach Wien und retour und der verkauft mir das dort. Wenn ich das online buche, online kaufe, ja, haut das hin, funktioniert das wirklich? Ja? Ich meine, die ÖBB hat das geschickt gemacht über einen Preisvorteil, deswegen macht man das. Aber wenn ich keinen Preisvorteil habe, wenn ich keinen anderen Vorteil habe, außer dass es digital ist, ja, dann wird sich das so nicht durchsetzen und, oder sehr langsam nur durchsetzen. Und digitale Kompetenz vielleicht, ja, das muss ich jetzt schon sagen, wir haben in Europa momentan noch ein bisschen mit dem Bezahlen noch ein bisschen Probleme. Ja, also wenn wir, die Kreditkarte ist noch nicht so verbreitet, wir haben jetzt die Debitkarte, alle neuen Bankomatkarten sind die Debitkarten und wenn wir kostenpflichtige Veranstaltungen haben, dann machen wir alles digital und plötzlich schicken wir per Post wieder eine Rechnung zu, ja, weil das digitale Bezahlen nur zum Beispiel ein Thema ist, aber da sind wir auch als Veranstalter gefragt, die User, die Teilnehmer wissen das oft gar nicht, dass sie eine normale Bankomatkarte hinten ihren Code draufstehen hat schon und eine Debitkarte ist und sie damit ja auch genauso zahlen können, aber ich sage, so viel fehlt da gar nicht, es fehlt ein bisschen an Übung. Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr optimistische sozusagen Prognose und sehr plastisch, wie jetzt diese doch sehr lawinenartige Umstellung Corona-bedingt auch erfolgt ist. Sie haben mir im Vorgespräch auch noch eine Erfahrung geteilt, die ich recht spannend finde. Sie haben gesagt, wenn es nur digital angeboten wird, mit S meine ich jetzt eine Weiterbildung oder ein Meisterkurs, dann geht es plötzlich. Dann stellen sich ganz viele Leute um und kommen auch zum Digitalen. Können Sie das noch ein bisschen schildern? Weil oft sind wir ja geneigt, mehrere Kanäle anzubieten. Ja. Aber vielleicht ist auch ein Weg, da ein bisschen radikaler mitunter zu denken, oder? Also ich muss sagen, wir haben ein Spektrum von bis an Teilnehmern. Ja, wir haben Jugendliche, die bei uns einen Kurs besuchen, Schüler an einer Fachschule, an einer HPLA, die bei uns einen Kurs besuchen. Und wir haben Senioren, ja, die auch einen Kurs besuchen. Und wir verlieren jetzt auf einer Seite, ja, ein paar Teilnehmer, ja, die jetzt den Umstieg nicht schaffen, ja, verlieren hast, die halt sagen, okay, ich warte, bis der Kurs wieder in Präsenz angeboten wird. Aber wir gewinnen dafür auf der anderen Seite neue Teilnehmergruppen dazu. Ich sage jetzt einmal Frauen mit kleinen Kindern, die schwer von zu Hause wegkommen für 8 Stunden Präsenzveranstaltung, die aber kein Problem damit haben, 2-3 Stunden am Abend einmal ein Online-Webinar zu besuchen. Ja? Die einen ortsunabhängigen, richtigen Online-Kurs, wie wir 30 in unserem Angebot haben, sagen, okay, das schaue ich mal gerne an, ja. Auch verpflichtende Schulungen, ich schaue jetzt gerade an den AMA-Kollegen, ja, UBB-Schulungen, DGD-Weiterbildungen, sonst was, wo ich sage, das schaue ich mir am Traktor und während dem Fahren klicke ich da weiter, ich mache einen Multiple-Choice-Test am Ende dazu. Also wir haben da schon sehr gute Erfahrungen und über den jetzt der Notsituation, sagen wir mal so, ja, Corona, dass wir die Kurse so nicht machen können, geht es plötzlich. Ja. Es war immer wieder ein, zwei, die angefragt haben, ah, geht das nicht digital? Ja. Also wir haben Nebenerwerbsbauern, der arbeitet beim Tunnelbau in Deutschland, ja. Der kann sich nicht 3 Tage frei nehmen, um am Abend eine Infoveranstaltung bei uns zu besuchen oder ein Halbtagesseminar. Online ist das kein Thema und wie Sie zuerst in Ihrer Umfrage schon vorkommen, ja, die meisten haben ja irgendjemanden. Ja, die haben Kinder, die haben Eltern, die haben Geschwister, die ihnen weiterhelfen. Ich habe heute parallel da eine Veranstaltung gehabt, Bio-Veranstaltung zu Kälberkrankheiten. Da sind 60 Teilnehmer dabei gewesen. 2 haben die Hotline angerufen, weil sie am Handy den Ton nicht einschalten haben. Ja, also das ist auch eher so, hat mir gefallen, die Angst gehabt haben, sie machen das Internet kaputt, wenn sie da draufklicken, weil sie nur müssen beim Zoom draufklicken, bei Videoanruf teilnehmen. Also wenn es keine andere Lösung gibt, dann macht man es. Ja. Wenn ich einen Preisvorteil, einen weiteren Vorteil, ja, also ich glaube, das ist auch eine Frage an die Anbieter, nicht nur jetzt das, den Vortrag 1:1 streamen, ja, Umfragen einbauen, erweiterte Unterlagen, Lernmaterialien im Anschluss dazu noch anbieten kann, dann sind die Teilnehmer, ja, über Meisterkurse, die gehen 3 Jahre bei uns und heuer auf einmal kommen die Teilnehmer rauf, also das Ding kann noch viel mehr, ja, also ich kann da Gruppenarbeit machen, Breakout-Sessions machen und dann ist es nicht nur ein Ersatz für einen Präsenzkurs, sondern dann ist es wirklich ein tolles Tool, das Sachen anbietet. Das wird nie hundertprozentig alles ersetzen können. Ja? Der persönliche Kontakt, ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, für viele Bäuerinnen, die jetzt nicht so eine nette Schwiegermutter daheim haben, ja, ist
ein Kursbesuch der legitimste Grund, den Hof zu verlassen. Ja? Das versteht die schlimmste Schwiegermutter auch, dass ich heute zur Komma auf einen Kurs fahre und die Schwiegermutter dann kocht, auf die Kinder schaut und sonst was. Muss ich aber einwerfen, sozusagen, um da irgendwie gendergerecht zu sein. Ja. Für manchen Bauern ist es auch gut. Natürlich. Wir haben die Vereinsamung am Land noch viel schlimmer als in der Stadt. Ja, wir haben Betriebe, Betriebsführer, Männer wie Frauen, ja, die selten wegkommen und wo der Kursbesuch die beste Chance ist, mit Berufskollegen zusammenzukommen und der Gleichgesinnten zu sein, in der Pause, beim Mittagessen, Fach zu simpeln, ja, oft, gibt es offen kritisch zu, oft mehr als wie im Kurs gelernt wird, wird in der Pause gelernt, ja, oder Wichtiges erfragt. Und das ist im digitalen Zeitalter jetzt bei Online-Kursen nur schwer möglich, deswegen wird das immer ein Zusatzangebot bleiben, ja, für reine Fachvermittlung wirklich wichtig. Wir müssen nur schauen, zuerst das Thema Anrechenbarkeiten, ja, wir haben bei Tiertransportschulung, Sachkunde, Pflanzenschutz und sonst was, da gibt es gesetzliche Regelungen und da müssen wir schauen, dass das auch alles rechtlich konform möglich ist, ja. Wenn ich ein Fernstudium machen kann, warum kann ich keine Tiertransportschulung machen, die 4 Stunden dauert, nur weil irgendwo irgendjemand in einem Amt sagt, naja, also wir haben, sage jetzt den Kurs nicht dazu, aber da einen Entscheidungsträger gehabt, der gesagt hat, nein, online, das will er nicht, weil sein Sohn ist selber Bauer und der soll ein bisschen ins Gasthaus gehen und mit den Leuten ratschen, das soll nicht alles nur von daheim aus am Computer passieren. Ja? Und wenn ein Entscheidungsträger das dann verhindert, aus persönlicher Motivation außer, was für viele eine Hilfe wäre, dann haben wir da noch was zu tun. Und das Wichtigste ist Content, Content, Content. Ja. Also wir brauchen Angebote, wir brauchen Veranstaltungen, Kurse, digitale Angebote. Dann kommen die Teilnehmer schon und dann wird es, da gibt es einen Spruch, ja, wenn man Leute so etwas bringen will, dann soll man ihnen nicht lernen, wie man ein Boot baut, sondern die Sehnsucht nach dem Meer beibringen. Und wenn ich das nicht anders konsumieren kann, ja, wenn ich mein Flugticket nur mehr digital buchen kann und mit dem Handy am Schalter einlösen kann, dann schafft das plötzlich jeder. Ja. Wenn die Notwendigkeit besteht, dann wird man sich das anschauen, dann wird man sich die Hilfe suchen, die man braucht und nach dem zweiten, dritten Mal auf einmal funktioniert es. Wunderbar. Ich gehe jetzt weiter, wir hätten nur einige Fragen, aber damit wir auch wirklich so ein bisschen ins Diskutieren kommen, ich möchte gern einladen, dass auch die drei Referentinnen und Referenten vom Vormittag wieder ihr Video einschalten und sich sozusagen bei uns sichtbar machen. Die Jacqueline Hofer aus der Schweiz, die Ulrike Domani, bitte auch gleich noch einmal einschalten und natürlich den Günther Griesmeier. Ja. Die Zeit drängt schon ein bisschen. Ich sage jetzt gleich dazu, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit für Fragen, aber das Interesse ist sehr, sehr groß. Eine Frage, die sozusagen wirklich auch öfter gekommen ist, betrifft, wie finanziert man zum Beispiel, wenn man Weiterbildungsangebote in Österreich aus der Taufe hebt? Das geht jetzt mehr in die Richtung der Frau Domani. Blended Learning, gibt es da Möglichkeiten, so eine Konzeptionierung und dann auch Vorbereitung und Umsetzung auch fördern zu lassen oder muss man das auf eigene Faust machen? Gibt es hier Ansatzpunkte ganz konkret? Das wird auch sicher viele interessieren. Also ich kann es jetzt nur sozusagen aus der Sicht der Initiativen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, weil wir kein Ausbildungsinstitut sind, also wir entwickeln ja keine Ausbildungsprogramme per se. Es gibt über erwachsenenbildung.at beziehungsweise das BIFEP, das ist das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, alle Informationen, welche regionalen Förderungen, welche Förderungen für Einzelpersonen etc. zur Verfügung stehen, das ist das eine. Ich habe auch die Frage im Chat gesehen, sozusagen Konzeption für, ich glaube, im ländlichen Raum war das jetzt auch für Landwirtschaft. Wie kann ich da sozusagen ein Konzept entwickeln? Es gibt einen ganz tollen E-MOOC, also einen Massive Open Online Course, der kostenlos zur Verfügung steht, den die Conedo beispielsweise gemacht hat, 30 Stunden, wo die Tipps und Tricks, wie man jetzt in der hybriden oder auch mehr digital gewordenen Welt am besten ein Ausbildungsprogramm entwickeln kann. Welche Lerntechniken braucht es? Welche Lerntypen gibt es? Es lernt ja nicht jeder gleich.
Und ich glaube, das ist immer sehr zielgruppenspezifisch, dass man auch aufpassen muss von der Didaktik, wie setzt man um. Ich nehme an, in dem Fall ist die Kenntnis sozusagen von der Zielgruppe da. Das heißt, dann muss man sich überlegen, was macht denn jetzt für meine Gruppe Sinn, wie hybrid ist denn das Format und welche Arten der technischen Umsetzung gibt es. Aber über erwachsenenbildung.at, über saferinternet.at etc. gibt es ganz viele Anleitungen und ich weiß ja auch, dass LFIs vertreten. Ich glaube, auch dort ist die Expertise in ausreichendem Maß in Österreich vorhanden, wie gewisse Formate umgesetzt werden. Also ich glaube, da geht es sehr stark auch um dieses Informationen einholen und dann für sich entscheiden, für meine Zielgruppe, was macht Sinn. Ein großes Thema ist ja auch die Userfreundlichkeit, also die Nutzerfreundlichkeit von Anwendungen. Auch hier haben wir eine Frage, die geht in Richtung Günter Griesmeier. Wenn man jetzt vergleicht die Nutzerfreundlichkeit verschiedener Verwaltungsanwendungen, wenn es um die Abrechnung von Förderungen geht, da haben wir in einer Frage die Rückmeldung bekommen, dass zum Beispiel bei der Kommunalkreditauszahlung das schon sehr nutzerfreundlich ist, ob das nicht auch bei der AMA in diese Richtung noch viel stärker gepusht werden könnte und die die Benutzeroberflächen einfach noch viel einfacher gemacht werden könnten. Also so ein bisschen ein Benchmark. Ja, gern sage ich da was dazu. Wir kennen das System natürlich, wir haben sich das auch angeschaut. Für die neue Periode haben wir genau das vor. Wir haben da auch schon das Okay der Bundesländer und auch des Landwirtschaftsministeriums zu dieser neuen zentralen Plattform, wo man auch wirklich ein Dashboard hat, wo man sieht, wer bearbeitet gerade meinen Antrag, wo liegt der gerade. Das tue ich oder das befürworte ich auch aus einem gewissen Selbstschutz, weil ich in der Vergangenheit oft die Erfahrung gemacht habe, dass irgendwann gesagt hat, na, der Antrag liegt zu lang bei der AMA, wenn man dann wirklich dem nachgeht, dann liegt er irgendwo bis zu 2 Jahren, habe ich gesehen, irgendwo bei einer Landesregierung. Und wenn die am Knopf drückt, dann sagt sie, jetzt liegt er bei der AMA, wenn jemand anruft. Gewisser Selbstschutz. Und 2 andere Bereiche, der Kollege aus Kärnten hat das angesprochen, den Nutzen stärker erhöhen, da kenne ich auch einige gute Beispiele, wie man einfach mit Anreizsystemen das macht. Die wenigsten werden das wissen, aber die Hagelversicherung garantiert die Schadensabwicklung im Hintergrund mit AMA-Daten. Das heißt, wenn der Landwirt bei uns online zustimmt, das ist nur ein Hackerl, die Hagelversicherung bekommt meine Flächendaten, dann garantiert die Hagelversicherung, dass innerhalb von 2 Tagen der Schaden abgewickelt wird. Und es gibt, weil sich die Hagelversicherung etwas erspart, 6% Prämienbonus. Und das sind so klassische Beispiele, wo man sagt, so könnte es gehen. Und übrigens bin ich der Meinung, ich bin oft überrascht. Das ist, sage ich, die positive Seite dieser Corona-Krise, wie stark und wie flexibel die öffentliche Verwaltung, nicht nur die AMA, sondern auch andere sind. Ich war überrascht, wenn man von der BH was braucht, was da mittlerweile abseits aller Standardregelungen, die sonst gelten, per E-Mail alles erledigbar ist. Und ich glaube, es ist eine neue Chance. Wir haben jetzt gesehen, vieles geht auch digital, elektronisch, wenn man dazu gezwungen wird, und das hat ein bisschen der Kollege aus Kärnten angesprochen, wir haben oft leider das System, dass wir beide Schienen digital und analog aufrechterhalten müssen. Das bedeutet auch 2-mal Kosten. Beispiel ist der digitale Versand. Wenn ich einen Brief digital versende und ich muss gleichzeitig aber noch eine Schiene Postversand mit Druckerei und alles anbieten, dann wird die digitale Schiene sich nicht so schnell durchsetzen, wie wenn es da einen leichten Druck auch vom Gesetzgeber gibt. Also mehr Mut hier auch vom Gesetzgeber ist gefordert. Ich bleibe noch kurz bei dir, Günther, weil das auch eine Fragestellung war. Was tun wir, wenn es wie bei 9-11 einen Stromausfall gibt, dann können wir alles nicht mehr bedienen? Ist das ein Szenario, über das technikaffine Menschen auch nachdenken? Habt ihr da eine Backup-Variante in der AMA? Wir haben natürlich in der AMA diese Backup-Variante. Und wenn man mit Experten spricht, das Blackout ist ja nicht eine Frage, ob das kommt, sondern die Frage ist, wann es kommt. Wir haben natürlich bei uns einen Notstromaggregat und bis das anspringt, eine unabhängige Stromversorgung, eine Überbrückung. Aber ich glaube, wenn es wirklich zu einem Blackout kommt, dann haben wir andere Probleme. Da wird die Antragstellung die wenigsten interessieren, sondern geht es darum, wie kann ich überhaupt noch Lebensmittel besorgen. Da gibt es ganz andere Themen.
es wird keine Tankstelle mehr funktionieren, die Mobilität wird stark eingeschränkt sein, die Kühlmöglichkeiten zu Hause, der Kühlschrank, das Gefrierfach, das alles geht ja dann nicht mehr. Ich glaube, das Thema können wir mit der Digitalisierung nicht lösen, sondern da braucht es andere Pläne im Hintergrund, und die gibt es wahrscheinlich auch. Die EVUs beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema. Und auch die überregionalen Netzbetreiber, APG und so. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank. Ich gehe über zur Jacqueline Hofer auch noch einmal. Ihr Vortrag ist auf großes Interesse auch gestoßen. Es kamen sehr viele Fragen dazu. Uns wird auch interessieren, haben Sie sozusagen bei Ihren smarten Villages oder Regionen eine Vernetzung? Gibt es da auch ein Beratungsangebot vor Ort? Auch sogenannte Kümmerer, wie wir Sie im Gespräch mit der Frau Hutter-Binder auch schon einmal angesprochen haben, Leute, die so Intermediärsfunktionen und Enabler-Funktionen ausüben. Wie ist das organisiert und kann man es auch vergleichen mit dem Smart Villages-Konzept der EU? Ist das anschlussfähig in der Schweiz? Also das ist eigentlich gerade das Konzept dahinter, dass eben wir diese Kümmerer zur Verfügung stellen quasi, also für eine gewisse Zeit. Also eben diese Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, SAAB, mit denen machen wir diese Partnerschaft. Die will so als erste Anlaufstelle gelten. Also da kann man wirklich das Telefon noch in die Hand nehmen und mal fragen. Ja, also wir haben natürlich auch schriftliche Informationen. Ich habe das zum Teil jetzt in den Antworten schon verlinkt. Ein Factsheet, das informiert, worum sich dieses Programm überhaupt dreht, für wen das ist. Aber man kann sich auch mündlich informieren, kriegt dann so eine erste Kurzberatung. Und dann, wenn man sich entschließt, dass man da als Gemeinde mitmachen möchte oder als Region, also man kann sich auch in einem Gemeindeverbund zusammenschließen, dann kann man sich selbst dann einen Berater quasi aussuchen. Und diese Berater, also die stehen zum Teil schon in den Startlöchern bei uns, also gibt es ja auch Anbieter, die das machen oder Gemeinden auf diesem Weg begleiten, die dürfen sich dann quasi bei uns auf eine Liste setzen lassen, also sich quasi akkreditieren lassen, aber das ist ein völlig unkomplizierter Prozess. Also die verpflichten sich einfach dazu, mit der Gemeinde dann so einen verbindlichen Aktionsplan auszuarbeiten. Also die Anbieter, die Berater haben auch ein Pflichtenheft und dürfen dann aber eben diese Beratungsleistungen anbieten für eine gewisse Zeit. Und wir zahlen da, ich habe es eben schon beschrieben, 10.000 Franken pro Gemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit 5.000 Franken. Und eben Ziel oder Produkt soll dann sein, so einen verbindlichen Aktionsplan zu haben, was man eben jetzt in diesem Bereich angehen will, um ein smarteres Village oder eine smartere Region zu werden. Also wohlverstanden, das ist nicht sehr viel Geld, aber es soll halt wirklich so anregen und eben so diese ersten Hürden, dass man die nehmen kann und dass man da eben ja nicht an der Hand genommen wird, aber dass man da begleitet wird. Und dann aus diesem Aktionsplan heraus können dann weitere Projekte entstehen, die dann zum Beispiel über die reguläre Regionalpolitik dann gefördert werden können, wenn die kompatibel sind von den Kriterien her. Oder es gibt dann auch noch ein breites Feld an weiteren Förderinstrumenten, auch im ländlichen Raum. Wir haben auf unserer Homepage auch ein Finanzhilfetool, wenn Sie da mal schauen wollen, dann auf regioswiss.ch. Das gibt einen Überblick über diese Fördermöglichkeiten. Genau, also es ist wirklich nur so die ersten paar Schritte, die wir jetzt da mit dem Programm unterstützen auf dem Weg zu einem Smart Village oder einer Smart Region. Und noch der Bezug zur EU, also das kommt eigentlich auch von einem Smart Villages Projekt der EUSALP, da ist die SAAB eben Projektleiter oder hat die Projektleitung inne und da gibt es viele Verknüpfungspunkte, also gibt es einerseits ein Tool, das sie entwickelt haben, um so einen Check zu machen, das soll eingesetzt werden und auch die Plattform soll dann genutzt werden, der EUSALP, wo man dann eben die Erfahrungen teilen kann, die man macht mit diesem Programm. Also da ist schon auch geplant, da wirklich dann auch diese Verknüpfungspunkte herzustellen. Aber wie gesagt, es startet jetzt eigentlich, also ist jetzt gestartet, offiziell dann 2021. Aber wenn wir jetzt Gemeinden haben, die sich schon auf diesen Weg begeben wollen, dann ist es möglich. Aber Sie rechnen mit einem hohen Interesse grundsätzlich, ne? Also ja, ich denke schon. Also wir haben jetzt mal das so angelegt, es läuft im Rahmen eines besonderen Programms für Berggebiete, Maßnahmen für Berggebiete, also auch der Perimeter, oder sagt man die
Also es können jetzt nicht aus allen Perimetern sich Gemeinden melden. Es muss schon echt recht stark im Berggebiet sein, es sind eher kleinere dann Gemeinden. Und jetzt haben wir mal angesetzt, dass wir ungefähr 40 unterstützen wollen in einem ersten Schritt. Und wenn das Echo da riesig ist, dann können wir das auch noch ausbauen oder verlängern. Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele ganz aufmerksam jetzt an, aufnehmen, was sie uns da berichten. Und ich denke, es gibt auch Parallelen zu Bayern. Frau Professor Ahrens, was mich aber noch interessieren würde, und das möchte ich dann auch weiterspinnen, weil wir doch in der Zeit sehr schnell jetzt auch voranschreiten, zur Frau Hutter-Binder und zum Herrn Huber. Was mehrere unserer Teilnehmer heute auch rückgemeldet haben, ist dieses Thema Internationalisierung, die ja durch die Digitalisierung, diese Enträumlichung, wie es auch schon gefallen ist, voranschreitet auf der einen Seite, andererseits regionale Wertschöpfung. Ja? Wie verhindern wir wahnsinnige Wertschöpfungsabflüsse, Kaufkraftabflüsse, wir haben vor Weihnachten, ne, mit geschlossenen Geschäften, in alle Welt, wo unter anderen Bedingungen teilweise auch produziert wird. Wie schaffen wir wirklich regionale Wertschöpfung durch die Digitalisierung hier zu Bedingungen, wie wir das auch wollen als Gesellschaft? Ja? Ist es ein Thema, mit dem Sie aktiv jetzt zuerst an die Frau Professor Ahrens in Bayern auch in den Smart Villages umgehen? Ja, auf jeden Fall. Also wir können uns noch so sehr abmühen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, wenn wir keine Arbeit vor Ort haben und immer mehr Leute abwandern. Also ist das ein Ziel? Naja, wie kann man das machen? Wir haben einerseits gesehen, dass wir sehr viele hochqualifizierte junge Leute verlieren aus dem ländlichen Raum, weil einfach zu wenig Arbeit da ist. Und deshalb haben wir auch auf Coworking Spaces beispielsweise gesetzt. Haben jetzt gesehen, dass die doch durch Corona besser angenommen worden sind. Also es ist ein bisschen schwierig gewesen, die Arbeitgeber zu überzeugen, dass vielleicht ein Mitarbeiter dann ein, zwei Tage zumindest die Woche dann nicht, was weiß ich, 150 Kilometer einfach pendelt, sondern im Coworking Space bleiben kann und da eben auch gute Breitbandanbindung, gute Ausstattung hat und auch Ruhe im Vergleich zum Homeoffice vielleicht. Und das wird jetzt sukzessive gut angenommen. Ich habe auch den Eindruck, dass da Corona eigentlich bei allem Negativen, was diese Krise mit sich bringt, auch einen positiven Schub dann geleistet hat, dass wir in diese Richtung etwas weitermachen. Denn wir haben tatsächlich aus unserer Region jeden Tag 11.000 Auspendler mit einer sehr großen durchschnittlichen Pendeldistanz. Also das wäre auch für den Umweltschutz aus CO2-Gesichtspunkten sehr gut, wenn wir eine höhere Akzeptanz für Coworking Spaces hätten. Und direkte regionale Wertschöpfung. Ich denke, wir haben gesehen das Beispiel von der Frau Domani mit dem Automaten für frisch gekochte Lebensmittel bei Höfen. Da gibt es ja noch wahnsinnig viele Potenziale für neue Geschäftsmodelle, für neue Vermarktungsmöglichkeiten, auch mit der Vernetzung unterschiedlicher Akteure, die wir erst peu à peu, würde ich sagen, nutzen. Ist das auch ein Fokus in dem Smart Village Konzept, dass da wirklich regionale Wertschöpfung abseits jetzt vom Homeoffice per se unterstützt wird oder ist das eher außerhalb zu sehen? Die Frage ging jetzt auch an mich? Ja. Okay. Ja, wir haben uns tatsächlich auch mit solchen Themen befasst, also aber regionale Wertschöpfung. Ich meine, wenn jemand im Coworking arbeitet, dann geht er mittags auch zum Beispiel zum Bäcker und kauft da. Also erhöhen wir das so natürlich auch. Aber regionale Lebensmittel, ja, da gibt es ein paar gute Initiativen. Wir selber haben in unseren betreuten Kommunen eine sehr gute Nahversorgung gehabt, sodass wir hier eigentlich nicht angesetzt haben, aber in einem anderen digitalen Dorf hat man zum Beispiel einen rollenden Supermarkt, was aber leider jetzt auch nicht dann zur stärkeren Wertschöpfung in der Region selber in jeder Kommune beiträgt. Es gibt viel Interesse an Bioprodukten, also hier tatsächlich auf solche Plattformen zu setzen, die zu vermarkten, dann einmal die Woche irgendwo in Leerständen, die wir im ländlichen Raum viel haben, so Pop-up-Stores zu machen, wo dann die Bio-Produkte von regionalen Anbietern verkauft werden. Da gibt es schon gute Vorzeigebeispiele, das funktioniert. Ansonsten sind die meisten Konzepte, die ich kenne, nicht so ganz erfolgreich gewesen.
Wir haben einfach eine gute Nahversorgung in Summe bei uns. Wir haben dann teilweise aber auch die großen Discounter oder Amazon und Co., die jetzt in diesen Bereich reingehen. Für die ist nur meistens die letzte Meile dann doch ein bisschen zu teuer. Deshalb funktioniert es noch nicht so. Insofern haben wir uns eher Gedanken über Lieferdienste gemacht oder über Seniorenbusse, weil Einkaufen auch immer natürlich ein soziales Event ist. Man mag auch vielleicht Kaffee trinken, man mag Bekannte treffen, man mag sich unterhalten. Genau, genau. Dankeschön. Darf ich die Frage ein bisschen weiterspielen zu Frau Hutter-Binder, auch wenn du mit Lehrlingen arbeitest, mit Unternehmen, aber das Thema gärt ja doch stark und dann zum Karl-Heinz Huber danach. Ja, was die Frau Arendt schon angesprochen hat, in einer Region ist es natürlich immer wesentlich, dass es Ausbildungschancen gibt. Und wenn wir jetzt von diesem regionalen Ausbildungsverbund sprechen, dann sind da circa 2100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Region beschäftigt, davon 92 Lehrlinge. Und das sind ja auch Unternehmen, die zwar regional verankert sind und ganz, ganz wichtig sind, aber die schon immer international tätig waren und auch noch tätig sind. Das heißt, es sind über 90% Exportquote von diesen Betrieben. Und hier gilt es einfach zu schauen, jetzt in der Lehrlingsausbildung, und ich denke einfach, die Lehrlingsausbildung an sich, jetzt egal in welcher Branche, muss noch auch ein bisschen stärker Thematik werden im gesamten Digitalisierungsprozess. Ja, Sie haben die Schulpflicht sozusagen beendet, sind jetzt in einem Betrieb, der Betrieb hat quasi die Verantwortung jetzt für die Ausbildung der Jugendlichen. Und hier bedarf es bei jedem Betrieb eines Konzepts, wie kann traditionelle Lehrlingsausbildung digitalisiert werden. Und da braucht man mal so dieses Mindset von der Geschäftsführung, sage ich einmal. Man braucht aber auch die Ausstattung und die Ressourcen. Ja? Digitalisierung kann ja jetzt nicht privatisiert werden und jeder Lehrling muss schauen, dass er einen Laptop hat, sondern das ist ein Arbeitsmittel wie die Werkzeugkiste. Ja? Und das muss zur Verfügung gestellt werden. Es muss aber auch die Ressource Arbeitszeit zum Beispiel von den Ausbildungsverantwortlichen zur Verfügung gestellt werden. Auch die brauchen eine Schulung, eine Bewusstseinsbildung, eine Idee, welche digitalen Tools können sie denn überhaupt einsetzen in einer erfolgreichen Lehrlingsausbildung. Das heißt, es sind eigentlich drei Bereiche, wo viele Chancen liegen, aber auch viele Herausforderungen von der Bewusstseinsbildung, von der Ausstattung und dann von der Ausbildung. Und ich denke mal, in der ganzen Schnelligkeit, die Corona jetzt im Bereich Digitalisierung vorangetrieben hat, muss man gut darauf schauen, dass es diese digitalen Kompetenzen, die ja zu Lesen, Schreiben, Rechnen jetzt quasi zu den Basiskompetenzen gehören, auch strukturell wirklich gut vorangetrieben werden und nicht zur Privatsache gemacht werden und wer halt zufällig viel Hilfe, viel Ressourcen hat, ist vorn dabei und wer nicht, dem nicht. Ja. Also das ist auch in der Lehrlingsausbildung und gerade bei kleineren Betrieben, glaube ich, schon ein wichtiges Thema, dass man das gut begleitet und auch Möglichkeiten schafft zur Unterstützung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil wir ja in der Vergangenheit oft nur, wenn von Land und Digitalisierung die Rede war, über Breitbandversorgung geredet haben. Wenn wir jetzt das Thema digitale Skills haben, geht es um Ressourcen dafür und die Einbettung auch in die Strukturen. Und es ist nicht Privatsache, wie du sagst. Ja. Das finde ich ganz ein essentielles Learning, das wir uns, glaube ich, alle mitnehmen können. Mhm. Karl-Heinz Huber, wie siehst du das Thema der regionalen Wertschöpfung? Als Bildungsanbieter spürst du ja auch, was da unterwegs ist bei diesem Thema und wo wir vielleicht noch hin können. Naja, also wir haben ja österreichweit auch ein Projekt gestartet, wo wir um digitales Marketing uns kümmern. Ja. Also ich sage alleine, was jetzt an Selbstbedienungsläden ja, im letzten halben Jahr aus der Erde geschossen sind, ja, da sind wir stark dran, dort Bildungsangebote anzubieten, wie sowas errichtet wird, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es dazu gibt. Ja. Natürlich auch, wie man einen Online-Shop erstellt, wie man betreibt und so weiter, auch für Direktvermarkter, auch für Bauern. Wobei man natürlich, ja, ich habe da die Fragen ein bisschen mitgelesen nebenbei, schon sagen muss, der Direktvermarkter lebt vom direkten Kontakt. Ja, der lebt davon,
die Geschichte zum Produkt dazu zu erzählen, ja, die Beziehung zwischen Händler, also zwischen Produzenten und Kunden aufzubauen. Und das online ist halt schon schwierig. Das muss man jetzt schon offen zugeben. Also ich bin selber ein kleiner Direktvermarkter, ja, und muss sagen, das ist online alles möglich, ja, und das machen uns große Konzerne vor, aber der Kontakt dazu, die Beziehung ist was anderes. Und weil ich da auch gelesen habe bei den Fragen, wie das jetzt ja so, unsere Kurse, unsere Online-Angebote sind eine Ergänzung, ja, zu dem bestehenden Programm. Wir haben in Kärnten über 1000 Kurse im Jahr und jetzt haben wir einmal 60, 70 Webinare, ja, das ist ja nichts im Vergleich dazu. Das ist immer besser wie nichts, weil sonst hätten wir jetzt gar nichts. Aber natürlich wird es auch geben und die Frage ist ja, wie ich meine Zeit sinnvoll nutze. Ich glaube halt, dass Wissensvermittlung, nur etwas zu lernen, also was anzuhören, einen Vortrag, die Zeit kann ich echt daheim auch verbringen und die Zeit, wo ich wirklich wohin fahre, wo ich mit Leuten Kontakt aufnehme, wo ich soziale Kompetenzen bilde und so weiter, dass man die sinnvoll nutzen soll und da ist halt jetzt einen starren Vortrag, ist nichts gegen die Arme, aber über den nächsten Mehrfachantrag, da gibt es super Lehrvideos, das kann ich mir anschauen, da muss ich jetzt nicht in jedem Bezirk eine Infoveranstaltung dazu machen, wo ich dorthin pendeln und mir von 50 verschiedenen Referenten so arbeiten lassen, wenn es eher einen Experten gibt, der das auf Video schon gemacht hat, scheitere ich vor dorthin und du bist ein Experte und ich stelle dort meine Fragen, meine individuellen Fragen, die dort beantwortet werden und nutze die Zeit dort für das besser. Ja? Also und da sind wir... Darüber, jetzt muss ich ein bisschen auf die Geschwindigkeit drücken, sonst kriege ich einen schweren Verweis Veranstalter. Der Günther Griesmeier wollte noch einen Minisatz zur regionalen Wertschöpfung sagen, einen ganz kurzen. Ganz kurzer Satz, also wir hatten ja heuer die Situation, ich rede dafür ein wenig schneller, da das Ganzelzeit ist, die Gänse waren von den Wirten bestellt bei den Bauern, dann kam der Lockdown. Alle haben gefragt, was passiert mit den Gänsen? Bleiben die Bauern drauf sitzen, bleiben die Wirten drauf sitzen? Auch mit Unterstützung, gewisses Eigenlob, der AMA Marketing, kulinarisches Netzwerk, haben wir geschafft, die Informationen und die Möglichkeiten dank Digitalisierung auszuschöpfen. Es hat auf einmal Abholangebote gegeben, es hat auf einmal Zustellangebote gegeben. In Wahrheit waren alle froh, dass die digitale Kommunikation geholfen hat. Die Gänse waren zu wenig heuer, weil alle wollten Gans wissen und das Problem war gelöst. Ohne digitale Kommunikation, nämlich Werbung, Shops und wäre das alles nicht möglich gewesen. Und zum Kollegen Huber noch, natürlich, wir wissen ganz genau, dass auch die persönliche Kommunikation immer am Ende da sein muss. Ja, wenn ich ein Problem habe, wenn ich eine Frage habe und mit Videos nicht mehr weiterkomme, dann muss ich irgendwo anrufen können und sagen, hilf mir, wie geht das? Ganz wichtig, das muss auch bleiben. Nur, es sollte nicht der Standard werden. So, danke für die paar Minisätze. Jetzt ist wirklich zu Ende die Panel-Diskussion. Ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden diskutieren können. Das Thema ist extrem spannend. Wir haben so viel geballte Expertise. Wir haben das auch in den Fragen gesehen, die gekommen sind. Herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Wir haben